Schön, dass ihr da seid, hier an diesem Tag, in diesen Stunden, die wichtiger nicht sein könnten. Europa steht vor einer radikalen Wende. Von überall werden die Stimmen lauter, die Wut größer und Verhältnisse geraten ins Wanken. Der Widerspruch, der sich in der Krise aufgezeigt hat, sich in der menschenverachtenden Sparpolitik der Troika manifestierte, hat sich zugespitzt. Es offenbart sich, dass das so hochgelobte Europa ihr neoliberales Paradigma, ihr Spardiktat mit allen Mitteln durchsetzen will. Dass demokratische Entscheidungen ihnen scheißegal sind. Dass sie es sind, die herrschen, während wir nur zusehen dürfen. Und wir haben zugesehen. Ja, wir haben ganz genau hingeschaut und haben erkannt, dass das, was in der Peripherie passiert, nicht mehr tragbar ist. Dass die Menschen am Abgrund stehen und ihnen nichts mehr bleibt. Und wir haben verstanden, dass das, was ihrer undemokratischen Politik, ihrer kapitalistischen Logik zugrunde liegt, hier stattfinden wird und schon stattfindet. Am Sonntag werden die Menschen in Griechenland eine Wahl treffen. Eine Wahl, die entscheidet zwischen der menschenverachtenden Politik der EU und der Troika oder einem mutigen Schritt hin zu einem freien, solidarischen Europa von unten. Wir tun es ihnen gleich. Wir sagen Ochi, nein, nicht mit uns. Warte. Während die Menschen in Griechenland mit ihren Stimmzetteln wählen, wählen wir mit unseren Füßen. Auf der Straße, wütend, laut, bunt. Denn auch hier, im Herzen der Bestie, in Berlin, sind wir gegen ihre Politik. Eine Politik, die menschenverachtend ist und die uns mit Füßen tritt. Aber das lassen wir nicht mit uns machen. Überall ist Ochi. Alle sagen nein! Nein! Und noch einmal, es ist schön, dass wir heute gemeinsam sind. Lasst uns laut sein. Lasst uns ins Regierungsviertel ziehen. Wir sagen nein! Von Berlin bis nach Athen!